Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Ja. Was machst du da? Immer diese Fans. wir machen uns jetzt fertig. Wir saßen jetzt hier lang genug, haben die Umgebung hier genossen. Hatschi, hatschi. Und wollen uns jetzt auf den Rückweg machen. Allerdings, ich kann nicht mehr laufen. Luna kann auch nicht laufen. Jetzt wollen wir beide zusammen mit dem Fahrrad fahren. Mal schauen, wie wir das schaffen. Ich glaube, da wird Luna gleich filmen müssen, weil ich muss Lenkrad festhalten. Ich kann also die Kamera nicht in der Hand halten. Das wird dann alles über deine Kamera laufen, ne? Ja, oder über diese. Egal, ich nehme beide. Beide Kameras? Mhm. Ich muss ja aber auch festhalten an meinen Arm. Oh, hier stimmt. Okay. Ja, und welche nimmst du jetzt? Diese besser. Okay. Gut, dann werden wir mal gucken, wie das klappt. Ihr hört jetzt aber kurz hier ein bisschen was einfangen von der Natur. Wie schön das hier ist. Wo denn auch? So, und jetzt, ja, andere Perspektive. Bye-bye. Bis gleich. Die Möhnesperrmauer. Schön. Schön. Hey, hey, was machst du da? Hey, 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 hey. Wo ist der Angler hin? Der Angler ist auch schon weg. Der Angler. Wenn eine Frau Anglerin. So, ich sitze schon mal auf dem Fahrrad. Jona läuft da noch. Oh, alle Bäume weg. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ja, da auch alle Bäume weg. Aua, knack. Luna möchte laufen. Oh, da hinten alles gelb. Okay. So, Luna ist 3 Kilometer gelaufen und jetzt bin ich wieder dran. Die restlichen 13 Kilometer. Ich hab keinen Baum mehr. Wir haben gerade auch schon einen Schuss gehört von einem Jäger. Ja, also wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, dass es nicht dunkel wird. Weil das war raus, bevor es dunkel wird. Weil sonst denken sie, wir sind die Rehe. Oder die Wildschweine. Also dann bis gleich. Ja. 500 Meter gelaufen und schon tun die Waden wieder weh. Eieiei. Pause nach dem Laufen und danach wieder laufen, das ist scheiße. Ging ganz schnell gerade. Ich habe es auch richtig gespürt, wie die Waden auf einmal dicker wurden und jetzt schon wieder wehtun. Naja. Aber wir kommen noch pünktlich an zu Hause. Hoffentlich. Ja. Bis gleich. Die ganzen Pilze, die sehen cool aus an dem Baum. Riesig. Da hinten ist alles lila. Und es regnet. Und es wird dunkler. Mama mia. Müssen wir uns aber beeilen. Lohn hat das Licht angemacht. Weil wenn man in den Wald geht, lieber Licht dabei haben. Au-au. Weil Tiere haben normalerweise ja kein Licht mit. Deswegen machen wir Licht an. Damit die Jäger wissen, dass wir keine Tiere sind. Ja. Ja. Also dann,
Bis gleich. Oh, guck mal da hinten, was da ist. Ganzer Haufen voller Reifen. Und da ist eine Mücke. Da ist ein Haufen voller Reifen. Gila. Daneben ist noch mehr Plastik. Hier entsorgt einer sein Müll. Oh, das sieht cool aus. Wo kommen jetzt die ganzen Mücken raus? Abenddämmerung. Jetzt kommen auch die Tiere raus. Also die Rehe und die Wildschweine. Ah, und die scheiß Mücken. Also, gleich geschafft, die Hälfte haben wir. Smangert! Meine Frau wollte jetzt wieder laufen. Deswegen sitze ich wieder auf dem Rad. Da läuft sie. Und redet. Mit der Kamera. So wie ich jetzt auch. Na gut. Mal schauen, wie weit wir noch kommen. Ah, da ist was. Hast du gesehen? Oh, da war ein Tier. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Also schon eigentlich die ganze Zeit. Wir waren jetzt kurz noch im Kaufland einkaufen. Und ja. Ich kann nicht mehr. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Power. Ich spüre schon wieder meine Beine, die spannen schon wieder an. Also ich brauche erstmal ein bisschen mehr Training, um diese Strecke wieder zu laufen. Weil jetzt ist, boah, wo ist meine Frau? Da hinten kommt sie. Da hinten irgendwo. Werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Durch den Weitwinkel ist alles so weit weg. Na gut, ich sag da mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.